Hallo Kinder, hier seht ihr eine alte Wandtafel und ihr seht das Wort Handarbeitsstiche. Und auf der alten Wandtafel sieht man überall lauter Nadeln und immer ein Faden und ganz viele verschiedene Arten, wie man sticken kann. Plattstich oder Wickelstich oder Stielstich oder Hexenstich. Die Stiche hatten alle und haben alle einen Namen. Und ihr seht in der Mitte des Bildes, und darum geht es heute, dass dieses in der Schule früher nur die Mädchen lernten. Ihr seht das Mädchen mit den Zöpfen und sie sitzt hier vor einer Tafel und lernt etwas über die Garne, die man braucht, um etwas zu sticken. Wenn man sich nämlich zwei Zeugnisse aus den 50er Jahren anguckt, dann sieht man, dass dieser Schüler, der Herr Waldemar Gahl, in einem Fach auf dem Zeugnis keine Zensur gekriegt hat. Hier. Das Fach heißt weibliche Handarbeiten. Die Kinder waren nämlich manchmal getrennt nach Fächern. Und weibliche Handarbeiten, weiblich heißt eben Frau oder Mädchen, hatten die Jungen solche Fächer nicht. Und weibliche Handarbeiten findet man aber auf dem Zeugnis hier von der Frau Gisela Kaufmann im dritten Schuljahr. Sie bekam im dritten Schuljahr für weibliche Handarbeiten ein Gut. Zwei Zeugnisse, ein Jungen oder ein Mädchenzeugnis. Ich zeige euch mal weibliche Handarbeiten an einem Beispiel von meiner eigenen Frau, denn ich selber habe auch nicht sticken gelernt in der Schule, aber sie, noch in den 60er Jahren. Und damals musste man hier solch ein kleines Nadeltäschchen machen. Innen drinne sind nämlich die Nadeln, die gibt es in verschiedenen Dicken und Längen, manche sind ganz besonders spitz und manche sind nicht ganz so spitz und ein klein bisschen runder, eben je nachdem, welche Nadel für welchen von diesen Stichen besonders gut geeignet war. Und meine Frau hat das heute noch in Benutzung und sie musste das damals in ihrem Unterricht weibliche Handarbeiten machen. Man kann das hier schön mit dem Fädchen zusammenbinden. Und es ist ein Musternadelkissen, wenn man so will. Draus hier, außen, hat sie die verschiedenen Stiche, die man auch hier hinten am Bild sieht, üben müssen. Meine Frau hat beispielsweise später dann als Lehrerin im Kunstunterricht, und das durften dann Jungen wie Mädchen lernen in den 80er und 90er Jahren, ihren Kindern das beigebracht, was sie in der Schule selber gelernt hatte. Hier sind also beispielsweise jetzt von Grundschulkindern aus den dritten und vierten Schuljahren auch Stiche, so wie man das früher selber gelernt hatte. Und diese hier stammen von Jungen und von Mädchen. Dies ist übrigens ein Lesezeichen und auch die Kordel hier hat natürlich dieses Kind geflochten und hinten mit einem Knoten festgemacht. Unsere eigenen Kinder, also die von meiner Frau und ich, ihnen haben wir dann gezeigt, wie man ganz frei mit Nadel und Faden umgehen kann. Und das sieht aus wie Malen mit Faden und Nadel. Es ist ein Freistich. Man darf also sich aussuchen, wo man und wie lange man die Kästchen mit dem Faden überbrückt. Und während es von vorne richtig schön aussieht, seht ihr, dass es von hinten ziemlich kompliziert ist, weil man die Fäden und die Reste hinten irgendwie verstecken muss. So von hinten und so wunderschön von vorne. Dieses ist von einem Jungen gemacht. Aber früher, in den 50er Jahren,
wäre das nicht vorstellbar gewesen. Da haben es die Mädchen gemacht. Weibliche Handarbeit. Das war's für euch. Tschüss.